Im Folgenden soll es um den Begriff der Periode eines Zustandes gehen. Dieser ist wie folgt definiert. Also ich nehme mir einen Zustand X aus unserem Zustandsraum E her und dann bezeichne ich mit dx die Periode des Zustandes X und der ist definiert durch den größten gemeinsamen Teiler der Menge aller natürlichen Zahlen inklusive der Null, die die Eigenschaft haben, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x in n Schritten nach x zurückzukehren positiv ist. Und entsprechend heißt ein Zustand aperiodisch, falls die Periode dieses Zustandes gerade 1 ist. Hier vielleicht noch ein paar Vorbemerkungen zu dem Begriff von Teiler und größter gemeinsamer Teiler. Und das ist in gewisser Weise eine Erinnerung von dem, was Sie aus Grundlagenvorlesung kennengelernt haben. Ich betrachte hier eine Menge d aus den ganzen Zahlen. Und dann heißt ein Element klein d aus den natürlichen Zahlen ein Teiler oder ein gemeinsamer Teiler dieser Menge d. Und die Schreibweise ist klein d teilt diese Menge groß d. Falls das Folgende gilt, nämlich falls der Bruch x geteilt durch d Werte in den ganzen Zahlen annimmt, für jedes Element x aus meiner Menge d. Insbesondere sieht man, dass im Fall, dass die Menge d nur aus dem Null-Element besteht, dass natürlich jede natürliche Zahl die Null teilt. Das heißt, in dem Fall ist jede natürliche Zahl ein Teiler der Menge d und damit ist natürlich der größte gemeinsame Teiler dieser Menge d gerade unendlich. Betrachten wir also den Fall, dass diese Menge d nicht nur aus dem Null-Element besteht, dann gilt natürlich das Folgende, dass wenn ich weiß, dass eine Zahl, eine natürliche Zahl d Teiler dieser Menge d ist, dass d natürlich sich nach oben beschränken lässt durch das Minimum der Beträge aller Elemente aus dieser Menge d ohne die Null. Warum? Naja, ich muss natürlich jedes Element x oder jeden Betrag dieses Elementes x aus der Menge d ohne die 0 durch dieses Element d teilen und da soll ja natürlich eine ganze Zahl rauskommen. Und damit ist sozusagen klar, dass d kleiner sein muss als das kleinste Element des Betrages in dieser Menge. Insbesondere folgt natürlich daraus auch eine Charakterisierung des größten gemeinsamen Teilers. Nämlich der größte gemeinsame Teiler dieser Menge d ist gerade gleich dem Minimum der Beträge aller Elemente aus dieser Menge d ohne der 0. Genau dann, wenn entweder dieser größte gemeinsame Teiler der Menge d in d enthalten ist oder das Negative davon ist in d enthalten. Warum ist das der Fall? Naja, wenn diese Gleichheit gilt, dann ist klar aufgrund der Definition von diesem Minimum, dass der größte gemeinsame Teiler bzw. das Negative davon Element von dieser Menge d sein muss. Damit ist die eine Richtung gezeigt. Gucken wir uns die umgekehrte Richtung an. Also wir nehmen an, dass entweder der größte gemeinsame Teiler oder aber das Negative davon enthalten ist in der Menge d. Und wir wollen schließen, dass diese Gleichheit gilt. Nehmen wir einmal an, dass der größte gemeinsame Teiler dieser Menge d in d enthalten ist. Dann können wir natürlich hier in diesem Minimum immer eine obere Schranke finden, indem wir einfach ein Element einsetzen. Also können wir insbesondere dieses Element bzw. dieses Element, je nachdem welches davon vorhanden ist in der Menge d, hier einsetzen und erhalten als obere Schranke für dieses Minimum gerade den Wert des größten gemeinsamen Teilers der Menge d. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich aber auch aufgrund dieser Bemerkung hier, dass der größte gemeinsame Teiler ein Teiler der Menge d ist und damit muss auch der größte gemeinsame Teiler kleiner sein als das Minimum dieser entsprechenden Menge. Und daraus folgt natürlich die Gleichheit. Hier zwei Beispiele dazu. Was wir bereits gesehen haben, ist, dass die einfache Irrfahrt auf ZD die Eigenschaft hat, dass zum Beispiel der Zustand 0 die Periode 2 haben muss. Warum? Na, wir haben gesehen, dass wir nur in einer geraden Anzahl von Schritten
zur Null zurückkehren können und damit folgt aus der Definition, dass der größte gemeinsame Teiler in diesem Fall gerade 2 sein muss. Ein wenig anders sieht es aus auf einem Torus. Also wenn ich eine einfache Irrfahrt auf einem Torus betrachte, und hier der einfache halt halber, machen wir das mal eindimensional, das ist einfach nur ein Ring, dann hängt die Periode sehr wohl von dieser Größe des Torus ab. Nämlich in dem Fall, dass die Elemente in diesem Torus ungerade sind, also dass n ungerade ist, das heißt, die Elemente in diesem Torus sind die Zahlen oder die Elemente 0 bis n-1, folgt natürlich sofort, dass in dieser Menge zum einen die 2 enthalten ist, ich kann nämlich einfach in 2 Schritten zu meinem Zustand 0 zurückkehren. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch, dass ich in genau n Schritten zu meinem Zustand 0 zurückkehren kann, indem ich einmal um diesen ganzen Torus rumlaufe. Daraus folgt natürlich sofort, dass wenn n ungerade ist, dass der größte gemeinsame Teiler 1 sein muss. Im umgekehrten Fall, wenn n gerade ist, dann wissen wir, diese Menge enthält alle geraden Zahlen im Falle einer einfachen Irrfahrt. Und sie enthält natürlich alle Vielfachen dieser Periode, die auch gerade sind. Und daraus folgt natürlich, dass der größte gemeinsame Teiler gerade 2 sein muss. Schauen wir uns im Folgenden eine Charakterisierung des größten gemeinsamen Teilers an. Und das möchte ich sozusagen im Kontext sehen auf die spätere Anwendung von Markov-Ketten. Ich gehe hierbei wie folgt vor. Ich nehme mir eine nicht leere Teilmenge der ganzen Zahlen her, die Eigenschaft haben, dass diese Menge d nicht nur aus dem Null-Element besteht. Und dann ist die erste Aussage die, dass ich eine natürliche Zahl k finden kann, dass ich ganze Zahlen a1 bis ak finde und Elemente d1 bis dk aus dieser Menge d, so dass ich den größten gemeinsamen Teiler als diese endliche Linearkombination darstellen kann von Elementen aus d. Wenn zusätzlich gilt, dass die Menge d eine Teilmenge der natürlichen Zahlen inklusive der Null ist und zusätzlich die Eigenschaft hat, dass diese Menge abgeschlossen ist bezüglich Addition, damit meine ich das Folgende, dass wenn ich zwei Elemente d1 und d2 aus dieser Menge d hernehme, dass dann auch folgt, dass die Summe dieser beiden Elemente wieder in d enthalten ist, dann ist die Aussage die, dass eine natürliche Zahl groß n existiert, so dass die Menge aller Vielfachen des größten gemeinsamen Teilers dieser Menge d, falls dieses kleine n halt größer ist als dieses große n, dass diese Menge der Menge entspricht aller Elemente aus d, die die Eigenschaft haben, größer zu sein als dem n-fachen Vielfachen dieses größten gemeinsamen Teilers. Schauen wir uns sozusagen diese beiden Beweisteile im Detail an. Um den Teil A zu zeigen, betrachten wir im ersten Schritt die folgende Menge d-Hut. Und die ist wie folgt definiert. Die sei die kleinste Menge oder kleinste Teilmenge der ganzen Zahlen, die Eigenschaft hat, zum einen die Menge d zu enthalten und zum anderen abgeschlossen bezüglich Addition und Subtraktion zu sein. Das heißt, wenn ich zwei Elemente aus dieser Menge d-Hut hernehme, dann soll folgen, dass sowohl die Summe wie auch die Differenz dieser beiden Elemente in dieser Menge d-Hut enthalten ist. Und jetzt betrachte ich die folgende Menge. Ich betrachte nämlich oder bezeichne mit diesem kalligraphisch d die Menge aller Elemente aus dieser Menge d-Hut, die Eigenschaft haben, sich als endliche Linearkombination aus Elementen von d darstellen zu lassen. Ich will sagen, es existiert zu jedem Element d-Hut aus d, die in dieser Menge enthalten ist, ein k in den natürlichen Zahlen,
sowie ganze Zahlen a1 bis ak und Elemente d1 bis dk aus dieser Menge d, so dass ich d-Hut als diese endliche Linearkombination schreiben kann. Und offensichtlich ist natürlich diese Menge kalligraphisch d enthalten in der Menge d-Hut. Das ist eine Teilmenge davon. Was ich zeigen möchte ist, dass die Menge d-Hut gerade gleich ist dieser Menge kalligraphisch d. Wie gehe ich hierbei vor? Naja, zum einen weiß ich nach Definition, dass die Menge d enthalten ist in dieser Menge kalligraphisch d. Warum? Naja, für jedes Element d aus dieser Menge d kann ich natürlich einfach sagen, ich wähle k gleich 1, ich wähle einfach a1 gleich 1 und ich wähle das entsprechende d und damit habe ich eine triviale Linearkombination erreicht. Weiterhin gilt natürlich auch, dass wenn ich zwei Elemente aus dieser Menge kalligraphisch d nehme, dass dann auch die Summe bzw. die Differenz wieder in dieser Menge enthalten ist. Warum? Naja, wenn ich das Element x als so eine endliche Linearkombination schreiben kann und das Element y als andere endliche Linearkombination, dann ist natürlich auch die Summe wiederum eine endliche Linearkombination, wie auch die Differenz. Jetzt hat aber nach Konstruktion die Menge d-Hut die folgende Eigenschaft, nämlich die kleinste Teilmenge zu sein, die die Menge d enthält und abgeschlossen bezüglich Addition bzw. Subtraktion ist. Daraus folgt natürlich sofort, dass die Menge d-Hut enthalten sein muss als kleinste Menge in dieser Menge kalligraphisch d. Jetzt haben wir aber umgekehrt gesehen, nach Konstruktion ist die Menge kalligraphisch d enthalten in d-Hut und daraus folgt natürlich die Gleichheit. Das bedeutet also nichts weiter anderes, als dass jedes Element aus dieser Menge d-Hut sich als eine endliche Linearkombination darstellen lassen kann. Was wir zeigen wollen, ist, dass der größte gemeinsame Teiler dieser Menge d sich als eine endliche Linearkombination aus Elementen von d schreiben lässt. Das heißt, wir sollten uns jetzt mal angucken, welcher Zusammenhang besteht zwischen dem größten gemeinsamen Teiler der Menge d-Hut und dem größten gemeinsamen Teiler der Menge d. Das ist sozusagen das, was ich als nächstes zeigen möchte, dass die beiden übereinstimmen. Warum ist das der Fall? Naja, die erste Beobachtung ist das folgende. Wenn ich den größten gemeinsamen Teiler der Menge d hernehme, dann ist natürlich klar, dass dieser jede endliche Linearkombination von Elementen aus d teilt. Warum? Naja, der größte gemeinsame Teiler ist natürlich ein Teiler der Menge d und damit ein Teiler von diesen dis für jedes di aus der Menge d. Das heißt, dieser Teiler bedeutet dann nichts weiter, als dass, wenn ich di durch diesen Wert teile, dass dann eine ganze Zahl rauskommt. Wenn ich die natürlich mit der ganzen Zahl multipliziere, bleibt das eine ganze Zahl und die Summe davon auch. Das heißt, in der Tat, der größte gemeinsame Teiler teilt diese endliche Linearkombination. Wir haben ja gerade gesehen, dass alle Elemente aus der Menge d sich als so eine endliche Linearkombination schreiben lassen. Daraus folgt natürlich sofort, dass der größte gemeinsame Teiler der Menge d ein Teiler der Menge d-Hut sein muss. Insbesondere folgt daraus, dass der größte gemeinsame Teiler der Menge d damit kleiner gleich ist dem größten gemeinsamen Teiler der Menge d-Hut. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass die Menge d enthalten ist in der Menge d-Hut. Das heißt, dass der größte gemeinsame Teiler der Menge d-Hut auch ein Teiler der Menge d sein muss. Daraus folgt natürlich auch sofort, dass der größte gemeinsame Teiler der Menge d-Hut kleiner gleich ist dem größten gemeinsamen Teiler der Menge d. Ergo folgt die Gleichheit der beiden, dieser entsprechenden größten gemeinsamen Teiler. Was jetzt noch zu zeigen bleibt, ist, dass der größte gemeinsame Teiler dieser Menge d-Hut in der Tat ein Element der Menge d-Hut. Warum ist das der Fall oder wie sieht man das ein? Dann in dem ersten Schritt möchte ich mir erstmal diese Größe m definieren. Und die ist definiert als das Minimum über alle natürlichen Zahlen, die die Eigenschaft haben, enthalten zu sein in der Menge d-Hut.
Aufgrund der vorgehenden Bemerkung wissen wir natürlich, dass der größte gemeinsame Teiler der Menge D Hut kleiner gleich ist als diese Zahl m, die wir uns gerade definiert haben. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte mir ein Element d klein d Hut aus dieser Menge D Hut hernehmen und ich möchte eine Division mit Rest bezüglich diesem Element m durchführen. Und das ist sozusagen im Prinzip nichts weiter als die Anwendung des euklidischen Algorithmus. Das heißt, ich kann dieses Element klein d Hut auch schreiben als a mal m plus r, wobei a eine ganze Zahl ist und r eine natürliche Zahl, die Werte annimmt zwischen 0 und m minus 1. Das bedeutet aber nichts weiter anderes, dass ich den Rest auch darstellen kann als d Hut minus m a mal m. Was wissen wir jetzt? Wir wissen nach Konstruktion von m, dass m Element ist von d Hut. Wir wissen, dass die Menge d Hut abgeschlossen ist bezüglich Addition. Das bedeutet auch, dass a mal m enthalten ist in der Menge d Hut, falls a positiv ist und wenn a negativ ist, aufgrund der Abgeschlossenheit der Menge d Hut bezüglich Subtraktion gilt das genauso. Weiterhin wissen wir nach Voraussetzung, d Hut ist ein Element der Menge d Hut und dann folgt natürlich auch, dass die Differenz der beiden ein Element der Menge d Hut ist, aufgrund der Abgeschlossenheit dieser Menge d Hut bezüglich Subtraktion. Also wissen wir, dass dieses Element klein r ein Element ist von dieser Menge d Hut. Jetzt betrachten wir den Fall angenommen, dieses r wäre ungleich 0. Dann wissen wir natürlich, dieses Element r ungleich 0 ist ein Element der Menge d Hut und es ist kleiner als m nach Konstruktion. M war jetzt aber so gewählt, dass es das kleinste Element ist aus dieser Menge d Hut in den natürlichen Zahlen. Und das ist natürlich ein Widerspruch, weil dann wäre ja, wenn r ungleich 0 wäre, r ein Element, was in d Hut wäre und kleiner ist. Also folgt daraus, dass r gleich 0 sein muss. Dies bedeutet aber nichts weiter, als dass diese Zahl m, die wir uns hier definiert haben, ein Teiler ist von dieser Menge d Hut. Und folglich folgt auch, dass m kleiner ist als der größte gemeinsame Teiler dieser Menge d Hut. Und zusammen mit dem, was wir hier vorher bemerkt haben, folgt dann die Gleichheit von m und dem größten gemeinsamen Teiler dieser Menge d Hut. Und daraus folgt natürlich aufgrund der Tatsache, dass m hier oben definiert war mit Elementen aus d Hut, dass der größte gemeinsame Teiler der Menge d Hut ein Element dieser Menge d Hut sein muss. Was haben wir jetzt gewonnen im Hinblick auf den Satz, den wir zeigen wollten? Wir wollten ja nachweisen, dass der größte gemeinsame Teiler der Menge d sich als eine endliche Linearkombination von Elementen aus d schreiben lässt. Na, dabei gehen wir jetzt sozusagen wie folgt vor. Wir wissen, der größte gemeinsame Teiler ist gerade also gleich dem größten gemeinsamen Teiler dieser Menge d Hut. Und die Menge der größte gemeinsame Teiler der Menge d Hut ist enthalten in dieser Menge d Hut. Und jedes Element aus d Hut lässt sich als endliche Linearkombination schreiben. Daraus folgt also, dass der größte gemeinsame Teiler der Menge d enthalten ist in d Hut und damit eine Darstellung als endliche Linearkombination von Elementen aus d hat. Bleibt sozusagen jetzt nur noch der zweite Teil der Aussage zu zeigen. Nehmen wir also zusätzlich an, dass die Menge d die Eigenschaft hat, aus den natürlichen Zahlen inklusive der 0 gewählt worden zu sein. Und als zusätzliche Eigenschaft abgeschlossen bezüglich Addition ist. Was ich zeigen möchte, ist, dass es ein n in den natürlichen Zahlen gibt, sodass das Vielfache des größten gemeinsamen Teilers dieser Menge d, falls n halt einen Wert größer als dieses große n annimmt, eine Teilmenge darstellt von dieser Menge d. Warum ist das jetzt hier der Fall?
Naja, dadurch, dass D abgeschlossen ist bezüglich Addition nach Voraussetzung, folgt natürlich, dass die zugehörige Menge D-Hut sich auch darstellen lässt als die Differenz von Elementen aus D vereinigt mit dem Element 0. Und was wir aus dem Beweisteil A gesehen haben, ist, dass der größte gemeinsame Teiler der Menge D sich ja gerade schreiben lässt als den größten gemeinsamen Teiler der Menge D Hut, und das war nach Definition gerade das Minimum über alle Elemente x aus den natürlichen Zahlen, sodass x in der Menge D Hut enthalten ist. Das bedeutet aber jetzt nichts anderes, als dass ich ein D1 in der Menge D vereinigt mit der 0 finde und einen D2 in der Menge D, derart, dass D2 größer ist als D1. Und ich den größten gemeinsamen Teiler der Menge D als gerade die Differenz von D2 minus D1 schreiben kann. Jetzt müssen wir zwei Fälle betrachten. Der erste Fall ist angenommen, D1 wäre 0. In dem Fall folgt natürlich sofort, dass n mal dem größten gemeinsamen Teiler dieser Menge D das gleiche ist wie n mal D2. Und aufgrund der Tatsache, dass D2 in D enthalten ist und abgeschlossen bezüglich Addition. Es folgt natürlich auch, dass n mal D2 in dieser Menge D ist. Das heißt, bezüglich dem, was wir zeigen wollen, ist, dass wir jedes, dass sozusagen wir groß n gleich 1 wählen können, sodass für jedes klein n größer als 1 dieses Vielfache des größten gemeinsamen Teilers der Menge D in der Tat enthalten ist in der Menge D. Gucken wir uns also den zweiten Fall an, dieses Element D1 einen Wert ungleich 0 annimmt. Und in dem Fall möchte ich eine natürliche Zahl a so wählen, dass ich D1 darstellen kann als a mal den größten gemeinsamen Teiler der Menge D. Warum darf ich das? Naja, ich weiß, der größte gemeinsame Teiler der Menge D ist ein Teiler der Menge D und damit auch ein Teiler von diesem Element D1. Und dadurch, dass ich weiß, dass die Menge D nur Werte in den natürlichen Zahlen inklusive der 0 annimmt, weiß ich natürlich, dass dann eine natürliche Zahl existieren muss, sodass ich D1 sich wie folgt darstellen lässt. Was möchte ich jetzt machen? Möchte mir jetzt beliebige natürliche Zahlen inklusive der 0 hernehmen, also m und r, mit der Eigenschaft, dass r Werte annimmt zwischen 0 und m. Und dann kann ich mir natürlich einmal betrachten, das folgende Vielfache des größten gemeinsamen Teilers dieser Menge d, nämlich ich gucke mir an a Quadrat plus m mal a plus r. Und dadurch, dass m und r beliebig sein können, kann ich hiermit sozusagen jede natürliche Zahl, die größer gleich a Quadrat ist, darstellen. Möchte ich sozusagen, was hier steht, einmal umschreiben. Das kann ich wie folgt umschreiben als a plus m mal a mal den größten gemeinsamen Teiler dieser Menge d. In diesem Ausdruck weiß ich nach Voraussetzung, das ist gerade d1. Und was übrig bleibt, ist r mal den größten gemeinsamen Teiler dieser Menge d. Aber in dem Fall weiß ich ja, dass ich den größten gemeinsamen Teiler der Menge d auch schreiben kann als d2 minus d1. Also erhalte ich hier diesen Ausdruck und den möchte ich jetzt einfach äquivalent umformen, indem ich den Vorfaktor von diesem Element d1 bilde und das ist gerade a plus m minus r. Dann bleibt noch übrig r mal d2. Was sehe ich jetzt hier drin? Dieses r nimmt Werte an strikt kleiner als m. Das heißt sozusagen, diese Differenz hier hinten ist nicht negativ. Und damit erhalte ich natürlich hier einen Vorfaktor, der eine natürliche Zahl darstellt, inklusive der 0. Das heißt, aufgrund der Tatsache, dass diese Menge d abgeschlossen ist bezüglich Addition, folgt dann natürlich sofort, dass dieses Element enthalten ist in d, dieses Element ist enthalten in d und damit ist die Summe auch enthalten in d. Was haben wir jetzt daraus gewonnen?
Wir sehen jetzt also, dass wie jede natürliche Zahl, die größer ist als a Quadrat, wenn wir diese multiplizieren mit dem größten gemeinsamen Teiler der Menge d, dass wir gerade nachgewiesen haben, dass das enthalten ist in der Menge d. Ich will sagen, dass diese Menge enthalten ist in d, falls wir groß n gerade a Quadrat wählen. Warum folgt jetzt aus dieser Aussage die Behauptung? Dazu gehen wir einmal zurück zum Satz. Wir sehen auf der einen Seite, wir haben jetzt nachgewiesen, dass ein n existiert, sodass diese Menge enthalten ist in d. Das bedeutet ja nichts weiter anderes, als dass ich diese Menge auf der Seite berücksichtigen darf. Wenn diese Menge enthalten ist, also wenn n mal ggt d enthalten ist in d, darf ich es natürlich hier einsetzen und dann sehe ich natürlich sofort, dass dieses Element natürlich dieser Eigenschaft genügt und damit hier drin enthalten ist. Das bedeutet nichts weiter anderes, als dass diese Menge eine Teilmenge darstellt von dieser Menge. Umgekehrt gilt natürlich auch, dass wenn ich ein Element klein d aus dieser Menge d wähle, die Eigenschaft hat, größer zu sein als groß n mal dem größten gemeinsamen Teiler dieser Menge n, dass dann natürlich auch gilt, dass es enthalten sein muss in dieser Menge. Warum? Naja, dieses Element d wird natürlich geteilt vom größten gemeinsamen Teiler der Menge d. Und damit weiß ich, dass dieser Bruch zwischen d und dem größten gemeinsamen Teiler der Menge d eine natürliche Zahl darstellt. Und damit folgt nichts weiter anderes, als dass dieses Vielfache gerade dieser Nebenbedingung genügt aufgrund dieser Tatsache. Und damit weiß ich auch, dass diese Menge enthalten ist in dieser Menge und daraus folgt die Gleichheit. Welche Konsequenz hat jetzt dieser Satz 2,5? Im Kontext von Markov-Ketten. Und das ist die Aussage von dem folgenden Korrelat 2,6. Also ich betrachte dazu eine Markov-Kette xn bezüglich der Startverteilung μ und der stochastischen Matrix P mit Zustandsraum E. Und dann gilt das Folgende, dass ein Zustand x in E hat, wenn der eine endliche Periode hat, dann folgt, dass ein nx in den natürlichen Zahlen existiert, sodass die Übergangswahrscheinlichkeit bei Start in x nach klein n dx Schritten wieder nach x zurückzukehren, positiv ist für jedes n, das größer ist als nx. Insbesondere folgt im Falle, dass x aperiodisch ist, dass dies äquivalent dazu ist, dass ein nx existiert in den natürlichen Zahlen, sodass die Übergangswahrscheinlichkeit bei Start in x in n Schritten nach x zurückzukehren, positiv ist für jedes n, das größer ist als nx. Und der Beweis geht wie folgt. Wir nehmen uns ein x aus unserem Zustandsraum her und ich möchte dann mit dx die Menge bezeichnen aller natürlichen Zahlen inklusive der 0, sodass die Übergangswahrscheinlichkeit bei Start in x in n Schritten nach x zurückzukehren positiv ist. Und falls diese Menge d nicht nur aus dem 0-Element besteht, dann wissen wir natürlich sofort, dass wir natürliche Zahlen in 1 und 2, n2 finden, die nicht beide gleich 0 sind. Und wir können dann die Chapman-Kolmogorov-Gleichung anwenden. Also das war der Satz 1,6, der uns dann das Folgende sagt, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x in n1 plus n2 Schritten nach x zurückzukehren, das kann ich natürlich auch ausdrücken als die Summe über alle Zustände z aus meinem Zustandsraum e von dem Produkt der Übergangswahrscheinlichkeiten, dass ich bei Start in x in n1 Schritten nach z gelange, mal der Wahrscheinlichkeit bei Start in z in n2 Schritten nach x zurückzukehren. Und jetzt sehe ich, in dieser Summe kann ich einfach
sozusagen eine untere Schranke erzeugen, indem ich einfach ein Element auswähle und ich wähle hier einfach das Element aus z gleich x. Damit erhalte ich als untere Schranke dieses Produkt dieser beiden Übergangswahrscheinlichkeiten. Und dadurch, dass n1 und n2 aus dieser Menge dx gewählt waren und ich dadurch weiß, dass diese entsprechenden beiden Übergangswahrscheinlichkeiten positiv sind, weiß ich auch, dass das Produkt positiv ist. Und daraus folgt natürlich sofort, dass auch diese Übergangswahrscheinlichkeit zum Zeitpunkt n1 plus n2 positiv sein muss. Das bedeutet aber nichts weiter anderes, dass n1 plus n2 enthalten sein muss in dieser Menge dx. Das bedeutet also insbesondere auch, dass die Menge dx abgeschlossen ist bezüglich Addition. Jetzt kann ich also den vorgehenden Satz, den zweiten Teil, anwenden. Dadurch, dass ich weiß nach Voraussetzung, dass die Periode des Zustandes x endlich ist, folgt natürlich sofort, dass die Menge dx nicht nur den Zustand 0 enthält. Und jetzt kann ich den Satz 2,5b anwenden. Und der sagt mir dann aus, dass ich ein nx in den natürlichen Zahlen finde, sodass die Übergangswahrscheinlichkeit bei Start in x in n dx Schritten wieder nach x zu gelangen positiv ist. Und das ist gerade dieser Teil der Aussage. Im zweiten Fall, falls der Zustand x aperiodisch ist, um diese Äquivalenz nachzuweisen, gehe ich wieder in zwei Schritten vor. Ich angenommen, der Zustand x ist aperiodisch, dann weiß ich natürlich, die Periode des Zustandes x ist nach Definition gleich 1 und damit endlich. Und damit folgt natürlich die Behauptung sofort aus dem Teil a dieses Korollas. Umgekehrt, wenn ich natürlich weiß, dass ein nx existiert in den natürlichen Zahlen, sodass die Übergangswahrscheinlichkeit bei Start in x in n Schritten nach x zu gelangen positiv ist für jedes n, was größer ist als nx, dann weiß ich, dass diese Menge dx alle möglichen Elemente n, die größer sind als nx, enthält und damit insbesondere unendlich viele Primzahlen. Und daraus folgt natürlich sofort, dass der größte gemeinsame Teiler dieser entsprechenden Menge dx nur 1 sein kann. Ich möchte Ihnen anhand des folgenden Beispiels eine Möglichkeit vorstellen, wie man es erreicht, eine Markov-Kette zu konstruieren, wenn die Original-Markov-Kette periodische Zustände besitzt, dass die neue Markov-Kette aperiodisch ist, aber dass die Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen anderen Zuständen nicht davon tangiert sind. Das geht wie folgt. Also ich betrachte hier eine Markov-Kette Xn mit Startverteilung μ und Übergangsmatrix P auf meinem Zustandsraum E. Angenommen, dieser Zustand x wäre periodisch mit einer Periode größer gleich 2. Jetzt möchte ich mir eine neue Markov-Kette x' definieren mit gleicher Startverteilung, aber die Übergangsmatrix sei gegeben durch die folgende Konvexkombination, nämlich einmal aus der Identitätsmatrix auf meinem Zustandsraum P und entsprechend durch diese stochastische Matrix P von dieser Markov-Kette Xn. Wir wissen bereits, dass diese Konvexkombination von stochastischen Matrizen wieder eine stochastische Matrix ist. Das heißt, P' ist eine stochastische Matrix und zusammen mit der Startverteilung kann ich natürlich dann auch die Verteilung dieser Markov-Kette x n' konstruieren. Und jetzt sehe ich natürlich, dass der Zustand x bezüglich dieser neuen Markov-Kette oder bezüglich dieser neuen Übergangsmatrix aperiodisch ist. Warum ist das der Fall? Naja, ich weiß diese Menge aller natürlichen Zahlen inklusive der Null, sodass P' n xx positiv ist, enthält natürlich auch das Element n gleich 0.
nach Definition. Bei n gleich 0 ist gerade gleich Epsilon und das ist strikt positiv gewählt. Und das bedeutet insbesondere, dass der Zustand 0 und auch der Zustand 1 analog drin enthalten ist, weil ich auch vom Zustand 1 in einem Schritt nach 1 übergehen kann, weil in dem Fall auch das, die Aussage hier greift, dadurch, dass ich hier die Identitätsmatrix habe. Und das bedeutet aber nichts weiter anderes, dass der größte gemeinsame Teiler nur 1 sein kann. Hier ein kleiner Gedankenfehler, wenn ich natürlich n gleich 0 wähle, wäre dieser Ausdruck natürlich gleich 1. Das bedeutet also nichts weiter anderes, als dass diese sogenannte träge oder im Englischen lazy Markov Chain die Eigenschaft hat, dass der Zustand x oder jeder jeder periodische Zustand bezüglich der neuen Markov-Kette dann aperiodisch. Kann man sich fragen, geht das auch irgendwie umgekehrt? Kann ich auch eine Markov-Kette, also was haben wir hier gemacht? Wir haben hier eine Markov-Kette im Prinzip konstruiert, die einfach stehen bleibt. Und jetzt ist die Frage, geht das auch irgendwie andersrum? Kann ich auch eine Markov-Kette konstruieren, die immer springt, also die niemals stehen bleibt? Und auch das geht, das ist die sogenannte eingebettete Sprungkette. Die ist wie folgt konstruiert. Also ich nehme mir her eine Markov-Kette xn auf meinem Zustandsraum E mit Übergangsmatrix P. Und jetzt definiere ich mir die folgende Folge von Stoppzeiten. Also T0 sei einfach per Definition 0. Und TK sei einfach definiert als der kleinste Zeitpunkt n größer als TK-1, sodass die Markov-Kette zu diesem Zeitpunkt n verschieden ist von dem Zeitpunkt zu dem Zeitpunkt n-1. Das heißt, ich gucke mir sozusagen mit tk an den ersten Zeitpunkt nach dem Zeitpunkt tk-1, an dem meine Markov-Kette einen Sprung macht zu einem der anderen Zustände in meinem Zustandsraum. Und dann stellt sich heraus, dass wenn ich mir eine neue Folge, nämlich xn Stern, definiere, dadurch, dass xn Stern zum, also x Stern zum Zeitpunkt n gegeben ist durch den Wert der Markov-Kette x zum Zeitpunkt tn, dass es sich hierbei wiederum um eine Markov-Kette handelt und das ist die sogenannte eingebettete Sprungkette. Und die Übergangswahrscheinlichkeiten p Stern lassen sich explizit angeben. Sind nämlich komponentenweise dadurch gegeben, dass p Stern von xy gerade gleich pxy, also die Originalübergangswahrscheinlichkeiten, geteilt durch 1 minus pxx. Und das gilt für alle y, die ungleich x sind, während p Stern xx gerade gleich 0 ist. Das heißt, hier sieht man jetzt sozusagen, dass man das Verfahren, mit dem man hier stehen geblieben ist, das haben wir ja künstlich hinzugefügt, kann man hier mit Hilfe dieser eingebetteten Sprungkette auch wieder rückgängig machen. Was haben wir jetzt sozusagen in dieser Vorlesung gelernt? Wir haben kennengelernt, wie man Zustände klassifizieren kann bezüglich der Begriffen oder der Begriffe Rekurrenz, Transienz und Periode und wir haben sozusagen Charakterisierung von diesen Begriffen gesehen. In der nächsten Vorlesung soll es darum gehen, wie einzelne Zustände miteinander in Verbindung treten und wie sich sozusagen diese Eigenschaften von Rekurrenz, Transienz dann im Zusammenspiel mit anderen Zuständen, welche Konsequenzen das hat. So aber beim nächsten Mal mehr.